So, die gute alte Kneippkur, erfunden von Sebastian Kneipp vor etwa 150 Jahren. Sie kennen das, Wechselbäder zwischen kaltem und heißem Wasser machten bisher eher ältere Leute, aber auch ein Kindergarten in Flensburg kneipt mit den Kleinen. Eva Grimminger war dabei. Bei den kleinen Kneippgängern der Kindertagesstätte Weiche in Flensburg herrscht Aufregung. Heute dürfen sie zum ersten Mal in das neue Innenbecken zum Wasser treten. Ganz wichtig, die richtige Technik. Die Füße müssen bei jedem Schritt ganz aus dem Wasser gehoben werden. Also schnell eine Runde im Storchengang gedreht und dann aufwärmen im Flur. Kalte Füße, Pustekuchen. Kinder lieben Wasser in allen möglichen. Also wenn bei uns ein Zweijähriger aus der Gruppe verschwindet und er nicht wiederkommt, können Sie darauf gehen, dass er im Waschraum steht und den Wasserhahn aufdreht. Ins Kneippbecken dürfen nur die älteren Kinder. Die ganz Kleinen fangen mit Armbädern an. Und auch hier gilt, zu kalt darf es ihnen dabei nicht werden. Seit 4 Jahren hat die Kita in Flensburg die Lizenz zum Kneipen. Früher fiel das Wassertreten im Winter aus, die Maurerwannen froren im Freien zu. Im neuen Innenbecken können die Kleinen jetzt im Sommer und Winter kneipen. Das Wassertreten, dieser komische Fußboden, wo das Wasser drauf ist, der fühlt sich kitzelig an. Wenn man dann als letztes gelaufen hat, dann sind die Füße warm. Und wenn man gerade aus dem Becken kommt, dann sind die noch kalt. Zentraler Punkt der Gesundheitsbewegung Kneipen ist das Wasser. Tägliche Wechselbäder mit warmem und kaltem Wasser regen den Kreislauf an und halten gesund. Die Wassertemperatur von 25 Grad ist speziell auf die kleinen Kneiper abgestimmt. Die Veränderungen sehen so aus, dass die Kinder weniger krank sind. Und wenn sie krank sind, also Erkältungskrankheiten, Schnupfen, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, dann dauert es nicht mehr so lange und es ist nicht mehr so schwer. Wir hatten Eltern früher, die viel Antibiotika gaben. Das wird auch immer weniger. Und sie sind insgesamt einfach, sie sind gesünder. Bei der vielen Bewegung ist eine ausgewogene Ernährung wichtig. Eine gesunde Mischkost aus Gemüse, Obst und Vollkorn sind das A und O, um Körper und Geist fit zu halten. Denn nur wer gesund ist, darf auch ins Kneippbecken.